Mein Name ist Claudia Sünder. Ich war einige Jahre Sprecherin des Berliner Senats und das Wichtigste für mich damals wie heute sind immer die Begegnungen mit Menschen. Um diese soll es auch in meiner Sendung gehen. Um Menschen, die uns ihre Geschichte erzählen und die wir ausreden lassen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, begrüßen Sie heute mit mir im Studio Herrn Professor Dr. Eberhard Sandschneider. Herzlich willkommen bei uns. Herzlichen Dank für die Einladung. Herr Professor Sandschneider ist ein ausgewiesener Experte für den asiatisch- und pazifischen Raum. Und bevor wir uns vielleicht gleich in die Sachthemen stürzen, Herr Professor, ich habe ein bisschen recherchiert und gefunden, Sie haben studiert, ursprünglich Anglistik, klassische Philologie und auch etwas, was noch nicht zwingend, nämlich Politikwissenschaften, mit China zu tun hatte. Aber schon der nächste wichtige Schritt, die Dissertation, hatte einen chinesischen Schwerpunkt. Was hat Sie während Ihres Studiums plötzlich in diese Richtung bewegt? Plötzlich war das nicht, es war der Hochschullehrer. Mhm. In Saarbrücken, wo ich studiert habe, wollte ich ursprünglich Lehrer werden, ganz normal. Aber ich gehöre zu einer Generation, da gab es die sogenannte Lehrerschwemme. Heute haben wir das genaue Gegenteil. Aber damals konnte man selbst mit zwei Fächern, selbst mit einem so seltenen Fach wie Latein, nicht sicher sein, dass man in den Schuldienst übernommen wird. Und einer meiner Kommilitonen hat mir dann vorgeschlagen, dann mach doch noch ein drittes Fach. Und das lag dann bei mir interessenmäßig nahe, das Sozialkunde zu machen. Und das Führungsfach in Sozialkunde war Politikwissenschaft. Und jetzt wird es dann schon spannend. Es gab eigentlich nur einen Politikwissenschaftler in Saarbrücken. Den Namen erinnert heute keiner mehr. Er hieß Jürgen Domes. Er ist leider vor 20 Jahren schon verstorben. Aber er war ein begnadeter Hochschullehrer, der sich Zeit genommen hat für seine Studierenden, der seine Vorlesungen mit einem Titel versehen hat und nach jeder Vorlesungssitzung war der Titel abgearbeitet. Das kannte ich aus der klassischen Philologie so nicht. Ich habe dann begonnen, bei ihm Politikwissenschaft zu studieren und daraus ist die Liebe zu dem Fach geworden. Und als ich mir die Frage gestellt habe, promovieren, nicht promovieren, gleich in den Schuldienst, gab es eine Gesprächssituation mit meinem akademischen Lehrer, wo ich sagte, ich würde gerne bei Ihnen promovieren. Und er sagte, worüber? Und er sagt, wenn schon bei Ihnen, dann zu China. Und dann war die Antwort, dann müssen Sie Chinesisch lernen. Und ab dem Augenblick habe ich begonnen, mich auf Chinesisch lernen vorzubereiten. Und natürlich auch in der ganzen Zeit schon Lehrveranstaltungen bei ihm zu China, zur Geschichte Ostasiens gemacht und Ähnliches mehr. Und daraus hat sich dann eine Zusammenarbeit ergeben, weil er mir zusätzlich zur Promotionsstelle sozusagen eine Projektstelle anbieten konnte. Ich bin dann nach Taiwan gegangen fürs Sprachstudium und dann von der Promotion über die Habilitation in Saarbrücken geblieben, was sehr, sehr unüblich war. Viele meiner Kollegen in meiner Generation mussten dann auf die berühmten Leon-Wanderjahre. Die haben für mich erst begonnen, als ich schon habilitiert war und dann Lehrstuhlvertretungen gemacht habe. Ansonsten bin ich ein Saarbrücker Gewächs. Aber die Saarbrücker Politikwissenschaft war damals eine, die von, ich glaube, 16 DFG-Projekten zu China, das war lange vor dem China-Hype, 10 hatte. Also politikwissenschaftliche China-Forschung ist damals im Wesentlichen in Saarbrücken gemacht worden. Alles verschwunden, alles weg. Längst gibt es andere, viel größere Zentren, aber damals war das eben so. Bevor wir uns vielleicht dem politischen Schwerpunkt nähern, wenn man über so viele Jahre den wissenschaftlichen und aber auch den Lehrbetrieb begleitet und selber Teil davon ist, dann nimmt man Veränderungen zum Teil etwas schwerer wahr, weil man ja Teil von etwas ist. Mhm. Und trotzdem im Rückblick, was würden Sie sagen, was hat sich verändert von gestern zu heute? Ist das Studieren anders? Das Studieren ist komplett anders, weil ich habe begonnen zu studieren zu einem Zeitpunkt, da gab es an der Universität Saarbrücken nicht einmal Kopiermaschinen für Studierende. Meine ersten beiden Semester hieß es nicht kopieren, sondern exzerpieren. Das heißt, wenn man einen Aufsatz oder ein Buch genannt bekommen hat zur Lektüre für eine Lehrveranstaltung, dann ist man brav in die UB getrabt, möglichst schnell, damit keiner vor einem ist, hat sich das Buch bzw. den Zeitschriftenband ausgeliehen und sich in den Lesesaal der UB gesetzt und dort den Artikel gelesen, fein säuberlich herausgeschrieben, was man glaubte, brauchen zu können oder zu müssen und wem. Man hat die Zitatfundstelle nicht dazu geschrieben. Da musste man den ganzen Prozess nochmal machen. Das waren die ersten beiden Semester.
In den Sommerferien zum dritten Semester gab es dann Kopiermaschinen. Also das hat sich verändert. Die ganze Recherchearbeit hat sich verändert. Ich habe zu Hause noch den großen Brockhaus stehen. Den habe ich seit Jahren nicht mehr angefasst. Der ist im Prinzip ein gut aussehender Staubfänger. Weil wenn mich etwas interessiert, macht man das heute mit Google. Also da sehen Sie, im Laufe eines Lebens hat sich die technische Entwicklung dramatisch verändert. Und das schlägt sich auch aufs Studium nieder. Meine Magisterarbeit habe ich auf einer, das darf ich glaube ich sagen, IBM-Kugelkopf, wobei das Wichtige war die Kugelkopf-Geschichte, getippt und konnte plötzlich Originalzitate, Kugel auswechseln, kursiv setzen. Naja, jeder, der das aus heutiger Sicht betrachtet, kriegt einen Lachkrampf, wenn man weiß, dass es da bei Word eine Kursivfunktion gibt. So. Und meinen ersten Computer habe ich gekriegt, als ich angefangen habe zu promovieren. Der war exakt mit sich selbst kompatibel, aber mit sonst nichts. Internet gab es noch nicht. Meine erste E-Mail-Adresse habe ich auf meiner ersten Professur in Mainz bekommen. Und da sehen Sie, wie in diesen Jahren sich die technischen Voraussetzungen, als Wissenschaftler zu arbeiten, aber eben auch zu studieren, verändert hat. Und die wichtigste Veränderung war, glaube ich, das war dann schon in meiner Berliner Zeit, die Umstellung von den traditionellen Diplomstudiengängen auf Bachelor und Master. Ich habe dafür sehr geworben an der Freien Universität und betrachte das heute als einen meiner größten hochschulpolitischen Fehler. Weil die ursprüngliche Idee, Studiengänge für deutsche Studierende anpassungsfähiger zu machen an internationale Studiengänge, das war eine ganz simple, überzeugende Idee, die ist immer noch richtig, aber ich habe nicht damit gerechnet, was mit einer solchen Reform passiert, wenn die deutsche Hochschulbürokratie drüber weggegangen ist. Das ist natürlich passiert. Das hat zu einer Verschulung des Studiums geführt. Das hat viele Initiativen weggenommen. Und dann kommt etwas dazu, was mir in den letzten Jahren meiner Lehrtätigkeit an der Universität doch relativ viel zu schaffen gemacht hat. Man konnte sich nicht mehr darauf verlassen, dass Studierende, die von der Schule kommen, wissen, worüber man mit ihnen reden möchte. Zum Beispiel über die NATO oder solche Dinge. Das heißt, ich habe in den letzten Semestern immer zu jedem Seminar vorgeschaltet eine kleine Vorlesung gemacht, 2 bis 3 Wochen, um sicherzustellen, dass die Leute, die da im Publikum sitzen, überhaupt wissen, worüber ich mit ihnen reden will. Das heißt, die technischen Möglichkeiten, der Zugang zu Wissen, die Erleichterung auch für das wissenschaftliche Arbeiten, all das ist schneller gewachsen als wir Lernende. Mit unseren Möglichkeiten, mit Quellen ordentlich umzugehen, Sachen einzuordnen, der Komplexität Herr zu werden. Beschleunigung ist eine der größten Herausforderungen, nicht nur für uns, sondern das kann man, glaube ich, ohne Übertreibung sagen, für die Menschheit. Ich habe das gelegentlich auch in Lehrveranstaltungen oder in Vorträgen gesagt, wenn Sie sich frühere technologische Innovationen anschauen, von der Beherrschung des Feuers bis zum Buchdruck oder sonst wohin. Die Menschen hatten zum Teil Generationen, Jahrhunderte Zeit, sich an sowas zu gewöhnen. Aber wie passen sie sich an ein iPhone an, das 2006 zum ersten Mal auf den Markt kommt und innerhalb kürzester Zeit die gesamte Form der Kommunikation auf den Kopf stellt? Kleine SMS-Schreibereien geht heute keine Verabredung mehr. Ich erinnere mich noch an Zeiten, da konnte ich mich montags mit einem Freund für den Freitagabend auf ein Bier verabreden und wir haben uns getroffen und zwischenzeitlich keine SMS geschickt. Gab's. Die Veränderungen sind in allen Bereichen spürbar und diese Beschleunigung, Sie haben das Stichwort Komplexität genannt, fordert uns in einem Maße heraus, die mir einerseits verständlich ist, dass Menschen unsicher werden und nach Halt suchen, manchmal auch in den falschen Ecken, bei einfachen Angeboten, bei einfachen Lösungen von Fundamentalismus über Religion bis hin zu politischen Ideologien. Aber das ist die große Herausforderung. Das gilt für Studierende, das gilt aber für jeden Einzelnen von uns im täglichen Leben. Zeit bzw. die Beschleunigung ist ja auch eine schöne Überleitung an den Politikexperten. Ich kann mir vorstellen, Sie sind auch Partner im Beratungsunternehmen Global Advisory Board. Und Sie müssten ja eigentlich kaum Freizeit haben. Die Nachfrage müsste ja immens groß sein, weil man ja das Gefühl hat, man wird der Nachrichten gar nicht so schnell Herr. Man hat gar keine Zeit, es einzuordnen. Man schafft es auch gar nicht. Und wenn man weiß, es gibt Experten wie Sie, Ihr Telefon müsste ständig klingeln. Ich freue mich, dass Sie heute Zeit haben, aber
Das ist immer dann so, wenn Politiker insbesondere nach China reisen, dann ist die Nachfrage nach Einordnung und Kommentierung natürlich groß. Im Augenblick ist die Schnittstelle zwischen Geopolitik und China der thematische Renner und das ist nun zufälligerweise der Schwerpunkt, mit dem ich mich beschäftige. Sie haben Beratungstätigkeit angesprochen. Ich bin eigentlich in meiner dritten Karriere. Meine erste war eine ganz traditionelle wissenschaftliche Karriere. Ich habe studiert, promoviert, habilitiert, einen Lehrstuhl bekommen, noch einen bekommen, bin in Berlin gelandet, war da 20 Jahre auf einem Lehrstuhl für Politik Chinas und internationale Beziehungen. Dazwischen aber, meine zweite Karriere war die Verantwortung für die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik als Forschungsdirektor, also ein Thinktanker, wie man auf Neudeutsch so schön sagt, Beratung an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Politik und Wirtschaft. Und daraus habe ich, seit ich offiziell in Rente gegangen bin, nun meine dritte Karriere gemacht und mich komplett auf die Beratungstätigkeit konzentriert, was im Augenblick, wie Sie sagen, dazu geführt hat, dass ich, lassen Sie mich so sagen, das soll nicht dramatisch klingen, ich mache eigentlich nur das, was mir Spaß macht. Insofern habe ich kein Problem mit Zeitaufwand und ähnlichen Dingen mehr. Es macht mir wirklich Spaß, aber ich merke nicht, dass ich, wie man so schön sagt, in Rente bin. Im Gegenteil, ich habe einen Fulltime-Job mit sehr, sehr unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern. Vorträge werden nachgefragt, Beratung wird nachgefragt, Kommentare und Einordnungen werden von allen unterschiedlichen Medien nachgefragt, ob das Podcasts sind oder kleine Meinungsartikel. Also über Beschäftigung kann ich mich, weiß Gott, oder mangelnde Beschäftigung kann ich mich nicht beschweren. Wenn wir nochmal auf den Einfluss gucken, den Sie in Ihrer Beratungstätigkeit haben können, wie ist Ihre Einschätzung mit Blick auch auf Ihr spezielles Themenfeld? Wie viele Experten darf man dort vermuten, also ernstzunehmende Experten? Das ist die Frage, wo Sie hinschauen. Wenn Sie nur nach Deutschland schauen, ist das Feld ziemlich dünn. International würde ich das nicht behaupten. Also auch die amerikanische Expertendiskussion beispielsweise ist rein quantitativ um ein Vielfaches größer, als das in Deutschland ist. Und Think-Tank-Arbeit beispielsweise ist in Amerika fest etabliert. Die berühmte K Street in Washington ist voll von Institutionen, die Politik in unterschiedlichster Weise, auch Wirtschaft, beraten. Das ist ein Trend, der sich in Deutschland erst so allmählich durchsetzt. Woran also, liegt das? Das liegt daran, dass wir in Deutschland sehr viel versäulter sind, was unterschiedliche Karrieren angeht. Also ich sage mal, im Beispiel meines Berufes, viele meiner amerikanischen Kollegen, mit denen ich auch befreundet bin, die haben einmal 5 oder 6 Jahre in der Administration. Die sitzen im National Security Council, die sitzen im Weißen Haus, die sitzen in irgendeinem Ministerium, in einer staatssekretärähnlichen Funktion. Danach gehen sie wieder an die Uni zurück, haben übrigens ihren Studierenden dann etwas ganz anderes zu sagen, weil sie den Einblick in die politische Praxis haben. Danach wechseln sie vielleicht auch mal für 3 Jahre zu einem Unternehmen und kommen wieder zurück in die Wissenschaft. Und das ist in Deutschland im Prinzip durch die Versäulung unserer Karrierestrukturen ausgeschlossen. Sie sind entweder an der Uni oder in der Bürokratie und Verwaltung, also in der Politik, wenn Sie so wollen, oder in einem Unternehmen. Aber Sie wechseln nicht die Säule normalerweise. Schauen Sie sich an, wie viele Unternehmer im Bundestag sitzen. Sehr, sehr wenige. Nach meiner Einschätzung viel zu wenig, weil da eine Perspektive fehlt. Und den Weg in die akademische Tätigkeit finden viele erst sehr, sehr spät, wenn überhaupt, wenn sie Honorarprofessuren annehmen oder Ähnliches mehr. Jetzt also wie glücklich auf einer Skala von 0 bis 10, bezogen auf Ihr Fachgebiet zum Beispiel, wie glücklich sind Sie mit der Politik, die uns derzeit umgibt, unsere Haltung zu Konflikten, besonders vielleicht in der, im asiatischen Raum, mit Blick auf China, Taiwan, das können wir schon ansprechen. Von 0 bis 10? Maximal 1. Das ist nicht optimistisch. Das ist nicht optimistisch, nein. Das ist deshalb nicht optimistisch, weil ich gerade im Bereich der Außenpolitik, wir haben gerade über Versäulung gesprochen. Junge, nachwachsende Politiker müssen sich auch die Frage stellen, wie sie sich in ihren Parteien so positionieren, dass sie wählbar werden und weiter Karriere machen können. Das beste Beispiel ist unser derzeitiger Verteidigungsminister. Das ist ein Innenpolitiker aus einem Bundesland. Warum hat der Kanzler ihn gewählt? Weil er auf Bundesebene
keinen qualifizierten Verteidigungspolitiker findet. Wir haben in den letzten 40 Jahren geglaubt, Verteidigungspolitik, damit macht man keine Karriere. Ja. Bundeswehr brauchen wir nicht mehr. Also wer sich da qualifiziert, der macht was falsch. Heute wäre er oder sie der Star in der Mannschaft der Bundesregierung. Das wird vielleicht auch in 10 oder 15 Jahren wieder so sein, aber man braucht Zeit, um sich in bestimmte Themenfelder einzuarbeiten. Und wenn Sie China als Beispiel nehmen, viele Abgeordnete im Deutschen Bundestag, um die als Beispielgruppe zu nehmen, haben Interesse an China, interessieren sich für China, aber Ahnung haben? Ahnung in dem Sinne, dass sie sich selbst einmal längere Zeit darum bemüht haben, eine entsprechende Wissensgrundlage sich zu erarbeiten, auf der sie vielleicht anders urteilen können als nur aus der westlichen Wertebrille. Das ist ganz einfach. Wenn ich meine Wertebrille aufsetze, dann ist klar, was ich sehe. Und in China sehe ich eigentlich nur Kritikwürdiges, weil China sich nicht an den Werten orientiert, an denen wir uns orientieren. Also kann das Land nur hinten runterfallen. Und dann entsteht diese Kritikorgie in dem Fall, die natürlich letztendlich nicht zielführend ist, weil in China, werden Sie feststellen, sind die Menschen und die Politiker mittlerweile sowas von selbstbewusst und gehen auch sehr selbstbewusst und offensiv mit solcher Kritik um. Aber dasselbe gilt für andere Fragen. Zeigen Sie mir mehr als 5, 6 Leute, die etwas von Indien verstehen oder von Brasilien. Und wir sind als Handelsnation abhängig davon, dass wir wissen, wie diese Länder ticken und funktionieren. Und das funktioniert besser in der Wirtschaft als in der Politik. Wenn ein Unternehmer Mitarbeiter hat, der 5, 6 Jahre in China vor Ort gearbeitet hat, dann müssen Sie dem nicht mehr China erklären. Das ist was anderes, wenn Sie es mit einem Journalisten oder einem Politiker zu tun haben. Wenn Sie statt der Wertebrille oder überhaupt der Lesebrille und Arbeitsbrille vielleicht einen Perspektivwechsel vornehmen, wie würden Sie beschreiben, wie die chinesische Politik auf Europa guckt? Nicht die Wirtschaft, eher die Politik. Weil das System, wie dort Politikerkarrieren aufgebaut werden, ist ein bisschen anderes. Ja. Zunächst einmal spöttisch. Das habe ich immer wieder in Gesprächen mit chinesischen Kollegen erlebt. Ich sage es Ihnen an meinem Lieblingsbeispiel. Einer meiner längsten Kollegen, der hochrangig in Peking politikberatend arbeitet, sagt zu mir, weißt du, bei uns wäre weder Barack Obama, Donald Trump schon gar nicht, aber auch Bush und Clinton nie in die Nähe der Präsidentschaft gekommen, mangels Qualifikation und Erfahrung. Das hören Sie sich an und dann muss man erstmal einen Augenblick schlucken. Mhm. Wir haben ein System, wo Sie durch Wahlerfolg in eine Position gebracht werden, deren Ausübung Sie dann lernen. Das ist in China anders. Wenn Sie in die Nähe der Position, die heute Xi Jinping hat, kommen wollen, dann müssen Sie regionale Erfahrungen nachweisen. Sie müssen in Sachgebieten von Politik, und zwar in schwierigen Sachgebieten, in China gehört die Landwirtschaftspolitik zum Beispiel dazu, oder das Management von Tibet und Xinjiang gehört dazu. Und wenn Sie dort nachgewiesen haben, dass Sie mit Problemen umgehen können, dann werden Sie ausgesucht, um auf höherer Ebene auch eine Rolle zu spielen. Das nennt man üblicherweise ein meritokratisches System. Das darf man nicht überhöhen, weil es in China natürlich die berühmten Guanxi, die Beziehungen auch gibt. Also wenn Sie im falschen Netzwerk stecken, nutzt Ihnen die beste Qualifikation nichts. Aus beidem zusammen werden dort Karrieren gemacht. Also das ist der spöttische Moment. Das Zweite, Chinesen sind sehr viel besser über Deutschland informiert, in der Politik, die normalen Menschen vielleicht nicht, aber sie lassen sich sehr viel besser briefen, weil alles gelesen wird, was in Deutschland passiert. In der Politik sowieso, wenn Experten ihre Meinung sagen, ich bin immer wieder einmal, es gibt sehr, sehr suffisante Methoden, wie man Ausländer damit konfrontieren kann, was man über sie weiß. Wenn bei einem Abendessen ein Zeitungsartikel, der vielleicht vor 5 Jahren geschrieben worden ist, plötzlich am Tisch liegt und zitiert wird, und Sie gefragt werden, ob Sie das damals wirklich so gemeint haben, dann müssen Sie meistens erstmal schlucken, weil Sie sich gar nicht mehr erinnern. Ich habe mich nicht erinnert, dass ich so einen Artikel geschrieben habe. Aber ein 30-jähriger Chinese, der fließend Deutsch spricht, obwohl er noch nie in Deutschland war, der hat ihn gelesen und der stellt mir daraus eine Frage. Und entsprechend informativ gehen chinesische Politiker mit ihren westlichen
Partnern um. Sie sind meistens besser informiert als unsere Politiker, die ja schon heilfroh sind, wenn sie den Namen eines Gegenübers halbwegs brauchbar aussprechen können. Und im politischen Raum ist das Interesse an Europa aus wirtschaftlichen und technologischen Gründen groß. Made in Germany hat einen sehr guten Klang immer noch in der Volksrepublik China. Aber natürlich wünscht man sich politisch auch, dass die Europäer endlich einmal aus chinesischer Sicht sowas Ähnliches wie einen Balanceakt auch zu den Vereinigten Staaten zu Wege bringen würden. Das tun sie nicht wirklich, aber es ist zumindest die Hoffnung Chinas, dass man nicht allein mit den Vereinigten Staaten in einem einem Boot in schwierigen Gewässern sitzt, sondern dass die Europäer vielleicht doch noch eine Rolle spielen. Also die Aufmerksamkeit auf Europa ist aus chinesischer Sicht immer noch sehr groß. Und mit Blick auf die Wirtschaft, Sie sagten, Made in Germany hat noch einen guten Klang. Ist es ein vollmundiger Klang oder ist es schon ein bisschen der Hall von etwas? Tja, das ist die spannende Frage. Wir haben an vielen Stellen gegenüber China ein gerütteltes Maß an Überheblichkeit, für die es keinen Grund mehr gibt. Nehmen Sie die Automobilindustrie. Was für ein Erfolg für deutsche Automobilunternehmen auf dem chinesischen Markt. VW allen voran. Jetzt stellen wir aber plötzlich fest, oder sagen wir so, VW-Manager waren über 20 Jahre, ich habe lange Diskussionen mit einem befreundeten VW-Manager gehabt, der ist leider auch vor einigen Jahren gestorben, aber er war ganz vorne dabei bei der Gründung von VW Shanghai. Der wusste, wie das Geschäft in China funktioniert, weil er selbst auf die Erfolgsspur gesetzt hat. Und trotzdem war der Zeit seines Lebens fest davon überzeugt, dass die Chinesen nicht in der Lage sind, eine eigene Plattform für ein Auto zu bauen. Und heute? Wie ist das mit den ganzen E-Mobilen, die aus China kommen und nicht nur in China erfolgreich sind? Deutschen Unternehmen massiv Wettbewerb machen, gerade in diesen Jahren, sondern mittlerweile auch auf den europäischen Markt drängen. Also diese Überheblichkeit, die Maschinenbauer in Deutschland haben sich jahrelang die Situation schön geredet, weil sie gesagt haben, wir müssen 5 Jahre unseren technologischen Vorsprung wahren. Alles längst vorbei. Schauen Sie sich an, wo die meisten Patente international in der Welt herkommen. Und Sie werden feststellen, China führt mit weitem Abstand vor den USA und Südkorea und Japan zusammengenommen. Also da verschieben sich die Dinge durch den wirtschaftlichen und technologischen Aufstieg Chinas. Und wir wären gut beraten, da etwas weniger überheblich und sehr viel realistischer hinzuschauen. Der Wettbewerb ist ausgerufen und in China ist der Optimismus, dass man ihn bestehen kann, sehr groß. Warum gelingt uns das nicht? Ich habe immer den Eindruck, man nimmt die Zahlen wahr, man stellt auch fest, oh, da gibt es Entwicklung. Und dann fällt man hier so ein bisschen in Schockstarre und ruft vielleicht nach Regulierung und da muss man doch was machen und das muss doch irgendwie geordnet werden. Ich verstehe das gar nicht. So wie Sie das beschreiben, das klingt logisch und nachvollziehbar. Warum verharren wir? Warum schöpfen wir keine Energie und sagen so, dann steigen wir in den Wettbewerb ein und besinnen uns auf das, was uns auch mal Made in Germany in eine vorteilhaftere Position gebracht hat? Das würde ja bedeuten, dass wir bereit wären, sein müssten, weiter hart zu arbeiten. Das ist etwas, was im Augenblick in unserer verteilungsorientierten, wohlstandsbesitzwahrungsorientierten Gesellschaft nicht so en vogue ist, um es mal so zu sagen. In China ist das noch anders. Das ist eine Bevölkerung, wo sich die heutige Generation noch an bittere Armut erinnern kann. Und ich gehöre in Deutschland einer Generation an. Meine Eltern haben immer gesagt, und sie waren nicht alleine, unseren Kindern soll es mal besser gehen. Sagen wir das heute über unsere Kinder auch oder sind wir nicht eher besorgt, dass es unseren Kindern vielleicht schlechter geht, weil die ganze Verteilung und die Rentenlasten und Ähnliches mehr vielleicht nicht mehr stimmen? In China denkt man noch optimistisch, unseren Kindern soll es mal besser gehen. Das setzt eine gewisse Bereitschaft zur Anstrengung und zur harten Arbeit voraus. Die Grundlage des Erfolges der chinesischen Entwicklung ist in den letzten Jahren und einer unserer größten Fehler ist zu glauben, dass wir den Stein der Weisen gefunden hätten. Wir haben das nach 1989 auch im politischen Raum geglaubt und heute fällt uns das auf die Füße, nicht nur mit Russland, auch mit China, übrigens auch mit Indien und Brasilien und vielen anderen Staaten. Wir haben 1989 geglaubt,
Das war als junger Wissenschaftler für mich, ich habe mich meine Zeit damit Transformationsforschung beschäftigt. Das war das Glaubensmotiv schlechthin. Demokratie und Marktwirtschaft. Damit haben wir den Kalten Krieg gewonnen. Das ist das Modell für die Zukunft. Und die anderen haben gar keine andere Möglichkeit. Dass kommunistische Systeme keinen Wohlstand schaffen, das wussten wir. Bis die Chinesen es getan haben. Das ist ein kommunistisches System, das in einem Maße Wohlstand geschaffen hat in den letzten 4 Jahrzehnten. Unglaublich. 500 Millionen Menschen aus bitterster Armut herauszuholen, ist zunächst einmal unabhängig von Menschenrechtsverletzungen und allem anderen eine Leistung, die man anerkennen muss. Diese Überheblichkeit, die fällt uns heute auf die Füße. Wir haben geglaubt, mit Russland müssen wir uns nicht mehr wirklich beschäftigen. Meine eigene Universität hat als erste relativ zügig nach 1989 die Slawistik abgeschafft. Russisch lernen? Können so ein paar alte Ossis noch aus alten Zeiten. Aber die Russen werden doch jetzt wie wir. Warum sollen wir diese Sprache und die Kultur und das Interesse Russlands an internationaler Politik überhaupt kennenlernen? Und bei China haben wir noch die Werte Dominanz draufgesetzt und gesagt, und ihr Chinesen, ihr müsst jetzt so werden wie wir. Im Jahre 2006 ist der damalige Handelsbeauftragte der Vereinigten Staaten nach Peking geflogen. Ich kenne ihn recht gut, Robert Zoellick, und hat die Chinesen mit einer großen Geste eingeladen, to become a responsible stakeholder in unserem System. Und die Chinesen haben dazu gelächelt, wie sie das gerne tun, und gesagt, ja, machen wir. Aber Responsibility definieren wir nach unseren Mustern. Und das passiert jetzt. Jetzt prügeln wir auf China ein, aus westlicher Sicht. Die müssten eine, wie das auf Englisch so schön heißt, eine regelbasierte Weltordnung, a rules-based international community. Und die Chinesen lachen sich schon wieder ins Fäustchen und sagen, wunderbar, aber wir bestimmen die Regeln mit. Und in den letzten Jahren konnte man einfach merken, wenn wir nicht bereit sind, wie wir es in der Weltbank und dem IWF beispielsweise nicht waren, den Chinesen eine größere Mitsprache einzuräumen. Was machen die? Gründen ihre eigenen Institutionen und haben plötzlich eine Asia Infrastructure and Investment Bank, die der Weltbank und der Asian Development Bank Konkurrenz macht. Und sie arbeiten mit Russland in dem Shanghai Cooperation Format zusammen. Und sie fahren zu BRICS-Gipfeln und wie die Formate und die Abkürzungen alle heißen. Also diese Überheblichkeit, die wir nach 1989 an den Tag gelegt haben, die fällt uns heute auf die Füße. Und die macht es uns schwer, von dem Besserwissen Abstand zu nehmen. Und da kann man auch einem chinesischen Außenminister, wenn er konfrontiert wird, praktisch die Worte vom Mund ablesen. Das Letzte, was wir brauchen, ist eine Belehrung aus dem Westen. Dieser ganz pragmatische wirtschaftliche Blick oder die wirtschaftliche Dimension, wäre das so etwas wie eine Trägersubstanz für einen Austausch, der diese Überheblichkeit ein bisschen in den Hintergrund treten lässt? Einfach weil Unternehmen pragmatisch überlegen, wie kann man an irgendeiner Entwicklung partizipieren? Wie sollte man sich pragmatisch verhalten? Unternehmen tun das sowieso. Deshalb eignen sie sich auch nicht für eine wertegeleitete Außenpolitik oder Außenwirtschaftspolitik. Da fallen immer die Werte hinten runter. Unternehmen sind aber auch nicht da, primär Werte zu vertreten, sondern ihre Produkte und ihre Produktion, ihre Technologie an den Mann oder an die Frau zu bringen, sozusagen. Das ist das Spannungsverhältnis. Das würde bedeuten, dass wir unsere eigenen Wertevorstellungen mit Überzeugung leben. Werte diffundieren erfolgreich. Das ist das Erfolgsrezept der Europäischen Union nach Mittel- und Osteuropa. Aber sie lassen sich nicht exportieren. Überall, wo wir es versucht haben in den letzten 30 Jahren, in Afghanistan, im Irak, in Syrien, in Libyen, ist der Westen krachend gescheitert. Wir haben gelogen, wir haben getötet, wir haben behauptet, das alles im Sinne von Menschenrechten und westlicher Zivilisation zu tun. Und in anderen Teilen der Welt weiß man, dass der Kaiser nackt ist und keine Kleider trägt. Das machen unsere chinesischen Freunde einfach geschickter. Die behaupten gar nicht erst, dass sie da irgendwas verändern oder vorgeben oder sinisieren zu wollen. Aber sie verfolgen ihre eigenen Interessen. Insofern sind sie ein gutes Stückchen erfolgreicher, als wir das im Augenblick sind. Schauen Sie sich die Reaktion in anderen Teilen der Welt auf die westliche Kritik an Russland im Falle der Ukraine an. Wir sind nicht die Mehrheit der Menschheit, auch wenn die einzelnen Menschen nicht wirklich zählen, sondern machtpolitische Faktoren eine Rolle spielen.
Aber in Indien und in Brasilien können Sie sehen, da wird nicht automatisch dem Westen gefolgt, sondern man versucht, den eigenen Weg zu finden. Was ist mit einer so romantischen Vorstellung wie, in Anführungsstrichen, führen durch Vorbild? Also angenommen, es gelänge uns, uns von unserem missionarischen Trip runterzubringen und zu sagen, wir konzentrieren uns auf das, was wir gut kennen und was wir auch gut können. Und dann mögen andere schauen, ob das unter Umständen eine Möglichkeit für sie ist. Das wäre eine pragmatische Wertepolitik, die aber auf jede Vorschrift verzichtet. Ich fände es toll, wenn diese Vision Wirklichkeit werden würde, weil aus dem chinesischen, von China kann man einiges lernen, manches nicht. Aber eines kann man mit Sicherheit lernen, das ist der Erfolg von Pragmatismus. Am Ende zählt in China nicht die Ideologie, sondern die Lösung eines Problems. Und wenn die Lösung nicht zur Ideologie passt, das ist die Neuerung der Reformpolitik unter Deng Xiaoping, dann ist immer die Ideologie in den Mülleimer geflogen und nicht die Lösung. Bei Mao Zedong war das durchaus anders. Er hat immer mit Sturheit versucht, seine ideologische Konzeption durchzusetzen. Und das Ergebnis waren regelmäßige Katastrophen mit Millionen und Abermillionen von Toten zum Teil im großen Sprung in der Kulturrevolution. Das hat Deng Xiaoping anders gemacht. Der berühmte Satz, es ist egal, ob eine Katze schwarz oder weiß ist, Hauptsache sie fängt Mäuse. Auf diesen einen Satz konzentriert kann man Pragmatismus begründen. Und jetzt müssen Sie sich anschauen, wie unsere Bundesregierung versucht, mit diesem Pragmatismus beispielsweise Energiepolitik zu betreiben. Oder Unternehmen vorzuschreiben, was der richtige Weg für ihre internationale Positionierung ist. Ich kenne keinen Unternehmer, der über längere Zeit erfolgreich ist, nicht pleite gegangen ist, der zitternd darauf gewartet hat, dass ein grüner Wirtschaftsminister ihm endlich erklärt, dass er Risikomanagement betreiben muss und auf seine Lieferketten achten muss und vielleicht sein Risiko diversifizieren muss. Unternehmer tun das automatisch. Jetzt behauptet die Politik plötzlich, sie könne das besser. Da habe ich so meine Zweifel. Also Sie sehen, es wäre schon ein mächtiges Maß an neuen Schritten und neuen Erkenntnissen möglich. Noch können wir uns diese Vision leisten, die im Augenblick vorherrscht. Ich fürchte allerdings, sie wird in einiger Zeit durch die Realität ad absurdum geführt. Und dann ist das Wehgeschrei groß. Mögen Sie zu dem Ausblick noch etwas sagen? Zu welchem Ausblick meinen Sie jetzt? Also den Perspektiven. Sie sagen, noch könnten wir, aber Sie haben die Befürchtung, dass das nicht passieren wird. Und dann ist das Wehgeschrei groß. Welche Szenarien haben Sie im Kopf? Na, schauen Sie, jetzt müssen Sie die große weltgeschichtliche Perspektive aufmachen. Und dann sehen Sie immer Auf- und Abstiege von Regionen, von Kulturen, von Imperien. China ist ein gutes Beispiel dafür. Und manchmal sind es kleine Entscheidungen, die fatale Folgen haben. Im Jahre 1435 ist in einer Palastrevolution in China durch ein paar Eunuchen durchgedrückt, einem jungen Kaiser gesagt worden, du brauchst keine Flotte. China hat alles, was es braucht. Diese Flotte ist viel zu teuer. Die schaffen wir ab. Und der Kaiser hat gesagt, stimmt, wir haben alles, was wir brauchen. 300 Jahre später hat einer seiner Nachfolger das einem britischen Gesandten wörtlich gesagt. Schön, dass ihr uns Tributgaben bringen wollt, aber eigentlich brauchen wir sie nicht. Wir haben alles. Dann ist die Flotte abgeschafft worden, ein klassisches Symbol für Globalisierung, zu einem Zeitpunkt, als China die technologisch führende Macht war. Und das chinesische Kaiserreich hat begonnen, das zu bauen, was wir heute die Ming-Mauer nennen. Sehr beeindruckend. Aber wer Mauern baut, das hat Donald Trump nicht verstanden, das hat die DDR nicht verstanden, der verliert am Ende. Und China ist in diesen 600 Jahren konsequent und kontinuierlich bis zum Tiefpunkt, wahrscheinlich im Jahre 1900, abgestiegen. Und chinesische Eliten wissen heute, wir sind im Aufstieg. Und das ist der chinesische Traum von Xi Jinping, sein Land dorthin zurückzuführen, wo es 1435 war, an der Spitze der Nation. Das ist gleichzeitig die Befürchtung der Vereinigten Staaten, im Wettbewerb mit China den Platz an der Sonne zu verlieren. Und ich will Sie jetzt nicht unnötig in Pessimismus treiben, aber einer der von mir am meisten geschätzten asiatischen Intellektuellen ist Kishore Mahbubani. Ist ein Diplomat aus Singapur, mittlerweile Wissenschaftler, Elder Statesman.
Und Kishore hat im Jahre, wenn ich mich recht entsinne, 2008 hier in Berlin im Adlon bei einem Vortrag, zu dem ich ihn eingeladen hatte, den schönen Satz gesagt, die letzten 300 Jahre waren eine Entgleisung der Weltgeschichte. Asien war immer die technologisch führende Region der Welt. Diese 300 Jahre, wo es die Europäer waren, das war eine Entgleisung. Und jetzt kommen wir zurück nach Asien. Und andere asiatische Wissenschaftler sehen das genauso. Das schmeckt uns Europäer nicht. Aber im Augenblick haben wir ja auch alle möglichen Sorgen, dass wir tatsächlich zerrieben werden könnten zwischen den beiden Mahlsteinen, China auf der einen Seite, USA auf der anderen Seite. Und mit Verlaub, wenn die deutsche Außenpolitik im Moment sagt, China hat sich verändert, wir brauchen eine neue China-Politik, dann muss man ergänzend sagen, die USA haben sich verändert, wir brauchen auch eine neue USA-Politik. Und die Träume von einer transatlantischen Wertegemeinschaft sind für Europa genauso problematisch in der Perspektive wie die Hoffnung, dass China nur ein Markt und kein Wettbewerber werden würde. Dazwischen sich zu positionieren, tut Europa sich unglaublich schwer, weil seine eigentliche Stärke, die Diversifizierung, die Diversität, jetzt zu seiner Schwäche wird. Europa spricht eben nicht mit einer Stimme. Das, was man da hört, ist eine Kakophonie von unterschiedlichen Positionen. Die Briten sind schon draußen. Die Polen wollen nicht mehr, dass Deutschland und Frankreich das Führungsduo in der Europäischen Union sind. Und so hat jeder von Ungarn bis nach Portugal seine eigene Vorstellung. Der Traum von einem vereinten Europa muss wahrscheinlich neu geträumt werden, obwohl der ursprüngliche Traum mehr erreicht hat, als man eigentlich jemals annehmen konnte. Europa wäre meine nächste Frage gewesen. Aufbauend auf dieser Kakophonie, glauben Sie, die einzelnen Mitgliedstaaten Europas sind durch die internationalen Entwicklungen, durch die Rahmenbedingungen so damit beschäftigt, ihre eigene Rolle zu finden, dass derzeit keine Kapazitäten da sind, um über eine europäische Haltung, ein europäisches Verständnis nachzudenken? Oder ist es schon so, dass man mit ganz genauem Blick sagt, was nützt mir eigentlich irgendeine Energie für eine europäische Idee? Ich muss erst mal gucken, wie ich mein eigenes Ding organisiert kriege. Ja, letzteres. Und jetzt können Sie, wir haben vor einigen Minuten über den Umgang der Menschen mit Komplexität gesprochen. Mhm. Und alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union spüren den wachsenden Druck im Innern, von außen. Sie spüren allerdings beispielsweise auch den Migrationsdruck von Süden. Und jedes Land sucht dann zunächst einmal nicht auf der höheren Ebene in Europa die Lösung seiner Probleme, es sei denn, es gibt dafür Geld, um es etwas bösartig zu formulieren, sondern es setzt auf Renationalisierung. Die Pandemie und die Bekämpfung der Pandemie war ein gutes Beispiel. Hat es da eine europäische Lösung gegeben? Nein, aber viele nationale Lösungen, genauso wie es eine nationale Lösung in den USA oder in China gegeben hat. Einige davon, wie die chinesische, sind krachend gescheitert. Aber Renationalisierung ist war das Gebot der Stunde. Und in einem Augenblick, wo die Welt komplexer und schwieriger wird, scheint Protektionismus das Gebot der Stunde zu sein. Zumindest ist America first, das die amerikanische Politik. Im Übrigen, mein im letzten Jahr verstorbener, hochgeachteter journalistischer Kollege Theo Sommer hat sein letztes Buch mit dem schönen Titel überschrieben, China First. Die großen Mächte denken an sich zuerst und die europäischen Nationalstaaten tun das auch. Mit Herrn Orbán hat man Schwierigkeiten, über eine Vision von einer europäischen Integration zu sprechen. Mit seinem polnischen Kollegen ebenso, mit der italienischen Ministerpräsidentin ebenso. Der französische Präsident glaubt, er könne die Souveränität Europas im Alleingang definieren. Und der deutsche Bundeskanzler schweigt dazu. Na gut, was soll er auch sagen? Also Sie sehen, die Vielfalt der unterschiedlichen Positionen lässt sich am ehesten wahrscheinlich auf das Bild bringen, Hemd ist näher als Hose. Und dann reagieren Staaten eben mit nationalstaatlichen Lösungen. Und dort, wo sie drohen, überstimmt zu werden, wollen sie diese Lösungskompetenz wieder zurückhaben. Das sind beispielsweise viele mittel- und osteuropäische Staaten, die zu den Nutznießern der Demokratiewelle nach 1989 gehören. Aber vielleicht muss man einfach auch verstehen, wenn ein Land über viele Jahre keine vollgültige nationale Souveränität hatte, dann fällt es ausgesprochen schwer, die dann gleich wieder nach Brüssel abzugeben. Wir Deutsche hatten da
nie so das Problem damit, weil wir nie souverän waren im vollen Umfang und natürlich von der europäischen Integration auch ganz erheblich profitieren. Wenn man Sie fragen würde, wie kommen wir raus aus diesem Schlamassel? Wenn Sie so ein 10-Punkte-Programm entwerfen könnten, das dann auch umgesetzt würde, was wären so Ihre Empfehlungen? Da fühle ich mich überfordert. Wissen Sie warum? Weil ich nicht glaube, dass es für solche Fragen tatsächlich so etwas Ähnliches wie eine Grand Strategy gibt. Kann es die nicht geben oder gibt es sie nur im Moment noch nicht? Wenn Sie versuchen, so etwas zu machen, in Anbetracht der Beschleunigung, der gewaltigen Komplexitätssteigerung, die wir tagtäglich erleben, dann stehen Sie immer in der Gefahr, dass daraus Ideologie wird. Da schlägt die Stunde des Pragmatismus wieder zu. Ich glaube, wir brauchen kurzfristige Reaktionsmöglichkeiten auf völlig neue Herausforderungen. Ich kannte vor 4 Monaten den Begriff Chat-GPT noch nicht. Und wahrscheinlich bin ich nicht der Einzige, dem das so gegangen ist. Ich kann es genau terminieren. Ich habe, glaube ich, in der ersten Januarwoche zum ersten Mal davon gehört. Meine erste Frage kommt zurück zur Hochschule. Hätte ich jetzt noch Lust, studentische Arbeiten zu lesen? Nicht wirklich. Aber Sie sehen, solche technologischen Durchbrüche und Veränderungen können von heute auf morgen die Dinge verändern. Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine hat den Europäern klargemacht, dass offensichtlich die Zeit eines fast 70-jährigen Friedens in Europa, den wir für selbstverständlich genommen haben, zu Ende ist. Zu Ende gegangen ist, obwohl wir geglaubt haben, abgesehen von den Balkankriegen, dass es in Europa nie wieder in dieser Form einen Zerstörungskrieg geben könnte, wie wir die Bilder jetzt tagtäglich aus der Ukraine sehen. Also ich würde mich überfordert fühlen, jetzt zu sagen, das sind die 10 Punkte. Das Einzige, was ich sage das manchmal spaßeshalber, das Einzige, was ich tun würde, wenn ich für einen Tag Diktator in Deutschland wäre, sind eigentlich nur 2 Maßnahmen. Maßnahme Nummer 1, ich würde das passive Wahlalter auf mindestens 40 Jahre setzen. Um sicherzustellen, dass Leute ins Parlament kommen, die eine abgeschlossene Berufsausbildung haben und einige Jahre Berufserfahrung, bevor sie mit hochkomplexen Fragen der Zukunft der Menschheit konfrontiert werden. Die Vorstellung, dass eine 20-jährige Hamburgerin im Bundestag sitzt und gar nicht versteht, wie das mit den Finanzen ist, weil die Bundesbank doch das Geld drucken kann, zeigt mir so an einem Beispiel, dass der Jugendwahn, den es in fast allen Parteien gibt, etwas ist, was mit der Komplexitätsherausforderung der Gegenwart nicht mehr zusammengeht. Und das Zweite, was ich tun würde, ich würde jeden, der sich um ein Wahlamt bemüht, verpflichten, einen 2-monatigen finanzpolitischen Kurs im Lesen von Budgetplänen und Haushalten zu absolvieren, damit klar ist, dass er versteht, was da passiert. Und dann würde ich wieder zurücktreten. Und wenn das auf Dauer gestellt wäre, bin ich sicher, das ist allemal besser, als einen 10-Punkte-Plan ex ante vorzugeben. Weil Sie dann Menschen haben, die über die Erfahrung im Umgang mit solchen komplexen Situationen verfügen. Die muss man sich erarbeiten, die muss man erlebt haben. Die kann man sich nicht selbst einfach nur durch Studienabbruch und parteiinterne Karrierewege vom Hörsaal in den Plenarsaal sozusagen verdienen. Und es gibt ja auch noch andere Mechanismen. Also so schön wie unser demokratisches System ist, es führt halt auch unterm Strich zu etwas weniger Expertenwissen in der einzelnen Situation. Wenn Sie als Partei mit einem bestimmten Personaltableau antreten zu einer Wahl, dann wurde gewählt und die Koalition, die sich dann bildet, ist irgendwie ganz anders. Und der Spitzenfinanzmensch, den Sie hatten, oder der Bildungspolitiker, der hat leider nicht die Chance, das Ressort zu haben, in dem er kompetent wäre, sondern muss irgendetwas anderes tun. Trägt ja auch nicht dazu bei. Ja, das ist eine situative Frage, wie man das Personal zurechtrüttelt. Man muss erstmal kompetentes Personal haben. Da schließt sich der Kreis zur Verteidigungspolitik. Wenn Sie über Jahre jungen Politikerinnen und Politikern erklären, da kannst du keine Karriere machen, dann gibt es eben die erfahrenen Fachpolitiker nicht. In anderen Bereichen, im sozialen Bereich, im Finanzbereich gibt es die natürlich schon. Aber wie wir in den letzten Monaten gesehen haben, kommt es dann auch zu krachenden Fehlbesetzungen, die korrigiert werden müssen und hoffentlich korrigiert werden können. Wenn wir noch mal an den Anfang des Gesprächs gucken,
Es ging darum, ob unsere Kinder es mal besser haben sollen, ob wir das noch sagen würden. Wahrscheinlich nicht. Es ging um Wohlstand, wenn sich das Ganze so verschiebt, was so erstrebenswert ist. Also durch Leistung Wohlstand zu erreichen. Jetzt gibt es ein relativ hohes Wohlstandsniveau. Und der Trend geht dahin zu gucken, macht die Tätigkeit Sinn, der ich nachgehe? Habe ich einen Sinn davon, Work-Life-Balance und so weiter? Wenn es überhaupt gar nicht erstrebenswert ist, so viel Fachwissen anzuhäufen, so viel Expertentum zu haben, was machen wir denn dann? Wo geht dann die Entwicklung hin? Ich glaube, Sie sprechen da einen Bereich an, den ich persönlich für die wahrscheinlich größte Herausforderung der nachwachsenden Generationen halte. Wir gehören noch zu einer Generation, die irgendwann einmal vor der Frage stand, was will ich werden? Die nächsten Generationen werden die Frage beantworten müssen, was kann ich wie lange tun? Die Wahrscheinlichkeit, dass man im Alter von irgendwo zwischen 16 und 20 eine Entscheidung trifft, die den restlichen Lebensweg beruflich bestimmt, die ist wahrscheinlich vorbei. Schauen Sie, die Robotik, wir wissen noch nicht, was künstliche Intelligenz mit unserem Leben in der Zukunft macht. Wir wissen noch nicht, wie Robotik letztendlich unsere Art des Zusammenlebens, unsere Art des Wirtschaftens bestimmt. Wenn Sie sich heute Automobilfirmen anschauen, wo in riesigen Hallen noch 4, 5 Leute beschäftigt sind, wo es früher mal ein paar hundert waren, dann kriegt man ein Gespür dafür, wie schnell sich das verändert. Und diese technologische Entwicklung verläuft immer noch mehr oder weniger exponentiell. Wir warten im Augenblick darauf, dass Quantencomputer in größerem Stil eingesetzt werden können. Das beschleunigt Dinge in einem Maße, wie wir sie uns heute gar nicht vorstellen können. Was mir auffällt bei der Beobachtung auch meiner eigenen Kinder, die gehen mit solchen technologischen Entwicklungen sehr viel selbstverständlicher um als ich. Jeder Schritt, den ich in diesem Technologiebereich mache, muss ich mir mühsam aneignen. Und ich stoße auf die Ungeduld meiner 17-jährigen Tochter, die intuitiv weiß, welche verflixte Klappe sie drücken muss, um irgendeinen Erfolg zu haben. Und ich muss da erstmal nachlesen, wie viele Klappen es gibt. Also dieser selbstverständliche Umgang mit den beiden Daumen beim SMS-Tippen oder ähnlichem mehr, es gibt ein Gespür dafür, wie sich ja, das Zusammenleben der Menschen in Zukunft ändern wird, zumindest auf unserem Niveau. Haben Sie das Gefühl, dass wir dem gewachsen sind? Kriegen wir das gut hin? Also alles, was technisch möglich ist, was sich große Forscher, Experten, Fachleute ausdenken, was man möglich machen kann? Kriegen wir das hin, damit gut umzugehen? Weiß ich nicht. Das ist eine Frage der Geschwindigkeit und der Anpassung im Kopf. Ich weiß aber auch nicht, was Augmented Reality, was das Anschließen eines Computers in eine Brille oder ans Gehirn, ob das möglich ist, was das bewirkt und wie sehr das auch die Lernfähigkeit des Menschen beeinflusst. Was mich ein bisschen besorgt sein lässt, ist die Tatsache, dass diese Entwicklungen so schnell sind, dass wir nicht mal kurzatmig werden bei dem Versuch, hinterherzukommen. Das ist das eigentliche Problem. Aber die Grundfragen, auf die wir uns jetzt zubewegen, haben alle mit Technologie zu tun. Und die Menschheit hat bislang immer das getan, was technologisch möglich ist, im Positiven, aber auch im Negativen. Und jede Technologie hat ihre negativen Seiten. Nur heute leben wir in einer technologischen Beschleunigung, die einzigartig ist, die es so noch nie gegeben hat. Würden Sie sagen, dass Deutschland gut aufgestellt ist im Bereich Forschung und Entwicklung? Also haben wir hier das Potenzial, um bemerkenswerte Entwicklungen in den richtigen Rahmen zu geben? Es ist bemerkenswert, dass Sie die Frage in Bezug auf Deutschland stellen, weil die Art dieser Entwicklungen hat sich längst entnationalisiert. Das gilt übrigens auch für Wirtschaftspolitik. Es sei denn, Sie fahren die Schranken wieder hoch, wie wir es eben besprochen haben. Die Frage, wo die Technologie herkommt, hat viel mit China zu tun. Dort ist der Technologieglaube sehr viel uneingeschränkter als bei uns. Hat viel mit den Vereinigten Staaten zu tun. Ob wir in Deutschland mithalten können? Teilweise sicherlich. Schauen Sie sich ein Unternehmen wie SAP an. Die konnten mithalten, was Softwareentwicklung angeht. Viele andere Unternehmen sind aber auch gescheitert, weil sie eben dem internationalen Wettbewerb nicht standhalten konnten. Diese technologische Entwicklung wird sich entnationalisieren. Das ist keine Frage mehr
ob das jetzt im Umfeld von München oder in Silicon Valley oder wo auch immer in China passiert, die Technologie verbreitet sich global. Und die spannende Frage ist, wird es die Politik angehen oder schaffen, dort Mauern, Grenzen hochzuziehen, wie es die Vereinigten Staaten im Moment tun, indem sie beispielsweise China vom Zugang zu Hochleistungschips ausschließen wollen. Ich bin fest davon überzeugt, dass diese Politik scheitert, so wie sie in der Vergangenheit gescheitert ist, in den 80er Jahren unter Ronald Reagan mit Blick auf die Automobilindustrie Japans. In 10 Jahren wird China diese Chips selbst herstellen können und wenn es in 10 Jahren nicht klappt, dann klappt es in 15. Das klingt ein bisschen so, als könnte man sagen, unterm Strich ist die Wirtschaft, das Unternehmertum wahrscheinlich etwas schlauer durch den Pragmatismus als das, was auf politisch-diplomatischer Ebene gerade so gezeigt wird. Kann man so sagen. Ich beobachte, wenn ich mich nicht sehr täusche, eine Ideologisierung der Politik an vielen Stellen, die mit den Realitäten von wirtschaftlichem Zusammenleben relativ wenig zu tun hat. Versucht, politische Ziele und Ideale vorzugeben, koste es, was es wolle, und ein ums andere Mal daran scheitert. Ist die Ideologie ein Religionsersatz an der Stelle? Ein Stück weit schon. Ein Stück weit schon. Ich liebe eine Zeile aus einem Lied von Konstantin Wecker, der einmal gesagt hat, nur die Götter gehen zugrunde, wenn die Menschen endlich gottlos sind. Den traditionellen Götterglauben, den Blitz, den können wir jetzt erklären, schwupps, schon wieder ist ein Gott tot. So ging das über die Jahrhunderte. Die offiziellen Kirchen leiden im Augenblick daran, dass die Menschen begreifen, dass nicht alles, was ihnen davor gegeben worden ist, offiziell richtig ist. Andere wählen den fundamentalistischen Weg und werden noch radikaler, so dass es einen fast ans Mittelalter erinnert. Dieses Spannungsverhältnis wird die Entwicklung der Menschheit in den nächsten Jahren und Jahrzehnten prägen. Ich habe keine wirkliche Ahnung, wie es ausgeht. Man würde sich wünschen, dass es positiv ausgeht, aber Garantien gibt es nicht. Wir haben es immer wieder in der Geschichte der Menschheit geschafft, daraus auch mächtige Katastrophen zu produzieren. Das ist kein besonders optimistischer Ausblick und eigentlich ist man so ein bisschen fassungslos. Wir haben alles in den Händen, um das Beste daraus zu machen, aber irgendwie geht es manchmal auch schief. Ja, so ist das. Und wissen Sie, ein pessimistischer Ausblick, ich würde es einen realistischen Ausblick nennen. Noch ist es Zeit, bestimmte Dinge anders anzugehen, anders zu betrachten. Man muss es dann aber auch aussprechen und man darf sich nicht nur in Euphorie hineinreden. Und das sage ich Ihnen wissend, das ist meine zutiefste persönliche Auffassung. Ich persönlich habe das große Privileg und Glück, einer Generation angehören zu dürfen, die wahrscheinlich zu der glücklichsten Generation, was Lebensstandard, was Gesundheit, was Frieden angeht, in der Geschichte der Menschheit gehört. Und wenn ich einen Wunsch für meine Kinder und meine Enkelkinder und die nächsten Generationen habe, dann, dass ich mich täusche, wenn ich sage, diese Generation hat das genossen und diese Phase kommt jetzt zu einem Ende. Ich hoffe sehr, sie geht weiter auf anderen Wegen, vielleicht mit völlig anderen Technologien, als wir sie uns heute vorstellen können. Und diese Vorstellungskraft ist etwas, was ich spannend finde. Und damit kann man vielleicht ganz gut schließen. Meine Urgroßmutter, die ich nie kennengelernt habe, ich kenne, was ich Ihnen jetzt sage, nur aus den Erzählungen meiner Mutter. Meine Urgroßmutter war vor etwa 110 Jahren eine ganz einfache saarländische Bauersfrau. Die ist nie weiter als 17 Kilometer, das war ihr Fußweg zum nächsten Markt, von dem Ort gekommen, in dem ich dann auch geboren bin und aufgewachsen bin. Und diese Frau hat einmal gesagt, mit dem Blick zum Himmel, die Welt wird untergehen, wenn am Himmel Wagen ohne Deichsel fahren. Die Vorstellung, dass es etwas gibt, was am Himmel fährt, ohne Deichsel, war für sie undenkbar. Und so ist für uns manches undenkbar, was man heute doch gar nicht erahnen kann, wie es vielleicht auch in Zukunft positiv auf die Entwicklung der Menschheit wirkt. Ich habe es jetzt geschafft, mit einem positiven Satz zu schließen. Und Ihre Großmutter war eine sehr kluge Frau. Das stimmt. Lieber Herr Professor, ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch. Es hat mir viel Spaß gemacht. Vielen Ganz herzlichen Dank an Sie. Dankeschön.